Well, dann hat sich das mit dem All-Star-Team direkt erledigt, nicht wahr? Meine lieben Pokémon Fultronic-Fans, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Warum gibt es eine weitere Folge? Tja, ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass ich doch bitte das Postgame spielen soll. Und ich habe ein wenig drüber nachgedacht und da ist mir eingefallen, oh shit, ihr habt recht. Der Grund, warum wir praktisch dieses Spiel spielen, ist, weil in Pokémon Ultrasonne und Ultramond eine sehr krasse Sache passiert im Postgame. Und das ist Team Rainbow Rocket. Mit einem absolut insanen Endbosskampf gegen Giovanni, mit seinem Mewtwo, was jetzt wahrscheinlich noch viel krasser ist, das Team, und einem der besten Battle-Themes, die Pokémon jemals rausgehauen hat. Ja, also habe ich eine Umfrage gemacht und gefragt, wer von euch denn das Pokémon Ultrasonne, Ultramond Postgame sehen möchte. Und naja, ihr habt ziemlich einstimmig abgestimmt, dass ihr das gerne noch sehen wollen würdet. Dementsprechend machen wir das. Was ganz gut ist, weil damit können wir vielleicht die Zeit noch etwas überbrücken bis zum neuen Projekt, bis zur neuen Nuzlocke, die ich bereits schon in Planung habe, wo ich heute Morgen das Intro aufgenommen habe dafür. Und aber auch die Karmesin und Purpur DLCs, die ja bald schon kommen. Ja, ich habe mir einige Pokémon zurück ins Team geholt. Wir werden mit Nuzlocke-Regeln weiterspielen. Auch wenn wir das Ganze verloren haben, werden wir bis zum bitteren Ende die Regeln durchziehen. Ne? Und ich habe aber ein All-Star-Team gemacht. Beziehungsweise mit den coolsten Pokémon aus den vergangenen Monaten, die wir in dieser Nuzlocke verwendet haben. Die mir persönlich am besten gefallen haben. Und anfangen tun wir mit Razor, Pedomime. Dann haben wir unseren Starter Sunburn, Skyrodin, Laboum und Yukili. Dieses Mal mit dem Megastein. Keine legendären Pokémon im Team, auch kein Vikavolt. Naja, wisst Bescheid. Den Cheeseburger haben wir zu Hause gelassen. Ich habe mir einfach mal ein Team gemacht aus den Pokémon, die mir persönlich am meisten Spaß gemacht haben zu spielen, wo ich dachte, die könnten noch ein bisschen Spotlight vertragen. Aber auch die neuen Pokémon, die wir noch nicht verwendet haben in dieser Lok, werden wir vielleicht noch ein bisschen verwenden. Ich dachte einfach mal, wir starten damit. So, ich habe alle Pokémon auf Level 100 geballert, bin ins Pokécenter gegangen, um mein Team abzuändern. Und jetzt müssen wir zum Wald von Pony. Denn da warten die beiden komischen Dudes auf uns. Genau, ich glaube, wir gehen hier hin. Zur Felsenküste oder hier hin. Zum Pfad. Let's go. Jawohl. Ja, meine Freunde, ich freue mich auf das Postgame. Das hätten wir natürlich gespielt, wenn ich die Nuzlocke gewonnen hätte. Beziehungsweise, wenn ich die Arena geschafft hätte. Aber da wir sie nicht geschafft haben, dachte ich so, okay, dann war es das halt an der Stelle. Dann machen wir jetzt noch die Liga. Aber ihr meintet, ihr wollt das Postgame sehen. Und ich kann es euch nicht verübeln, denn im Postgame kommen noch sehr, sehr, sehr coole Kämpfe. Und ja, jetzt wo ihr mich darauf gebracht habt, ja safe, Digga. Ich will auch den Endbosskampf gegen Giovanni sehen, beziehungsweise die ganzen Viecher. Dementsprechend machen wir das einfach. Ich glaube, es wird noch ein paar Folgen geben. Vielleicht kommen wir auf die 100 Folgen mit diesem Projekt. Das wäre ziemlich insane. Wir werden sehen. Sefi hier drüben. Vielleicht laufen wir eine Ultrabestie über den Weg. Ja, mein lieber Sefi, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft, Champ zu werden. Du hast zwar die Nuzlocke verkackt und du hast auch nicht den höheren Bodycount als Tali, aber hey, was soll's, du bist trotzdem ein cooler Dude. Ich möchte euch nach Kräften unterstützen. Was kriege ich hier? Ein Maxi Malasada. Wow, klasse, das sind Varroser, total vernarrt in den Scheiß hier. Gladio hat mir dieses Typ 0 hier anvertraut. Wir kriegen Typ 0?
Lul. Lululul, lululul. Okay, Typ 0. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das Ding zu Amigento entwickelt. Hatte das nicht ein besonderes Item? So, ich schicke den mal in die Box. Wir werden ihn nicht mehr benennen. Ich überlasse dir auch alle Discs. Ich werde nämlich keine neuen Encounter mehr fangen in diesem Spiel, sondern nur die Pokémon verwenden, die wir bisher gefangen haben. Einerseits Pokémon, die tot sind auf der Box, die ich nochmal sehen möchte. Andererseits werden wir aber auch noch Pokémon verwenden, die wir noch nicht verwendet haben. Und denen möchte ich das Spotlight geben. Schön, dass ihr gekommen seid. Und in der nächsten Nuzlocke, die bereits, wie gesagt, schon ansteht, werde ich dann wieder... Pokémon nach Kanalmitgliedern benennen. So. Okay, wir kriegen Ultrabälle aus irgendeinem Grund. Gibt es hier Ultra-Pestien in der Wies? Warte, was? Wir müssen... Wir müssen Koplosio fangen. Wow. Interessant. Niemand außer Sunburn in meinem Team hat Bock auf Koplosio, Digga. Ein Tukanon. Okay. Digga, die wilden Pokémon sind auf Level 97. Einfach nur verrückt, ey. Oh, da ist er. Das ist aber nicht Koplosio. Das ist Muramura. Ja, die haben wahrscheinlich auch irgendwie so fünffache Kage und so, ne? Okay, das war Steinstahl, I think. Ja, dann gehen wir zum Baum. Der Risikotackle, der verfehlt natürlich erstmal. So, der Eisenschädel macht nicht ganz so viel. Dann protecten wir. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob ich Muramura auch fangen soll oder nur Koplosio. Ich habe leider nicht aufgepasst und ich weiß aus dem Kopf nicht mehr, was man hier machen muss. Aber es spielt keine Rolle mehr. Oh, das ist so schön. Einfach mal, also ne, again, wir spielen immer noch nach Regeln. Dementsprechend muss ich aufpassen, was ich hier mache. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich krass unter Druck stehe, hier nicht verkacken zu dürfen, ne? So. Okay, jetzt ist der Kollege auf minus 4, beziehungsweise, keine Ahnung, minus ein bisschen was, wegen den Omni-Boosts. Und relativ geschwächt und ich glaube, jetzt können wir den Ball werfen. Ich glaube, die Ultra-Bestien haben einen relativ niedrigen, hohen Fangrate-Gedöns und so, ne? So, dann gehen wir noch einmal für Protect. Dann ist er nämlich über 50%. Wird einfacher zu fangen sein. So. Okay, ich habe immerhin 7.
Let's go! Let's go! Seppi hier drüben, Digga! Komm los, ihr war zu stark, ich kann's nicht fangen. Zumindest wird es sich wohl erstmal verstecken, keine anderen Pokémon mehr angreifen. Lol. Ist das jetzt einfach, was du schließt, oder? Warte, was? Muss ich noch mehr fangen? Muss ich noch ein Koplosio? Scheinbar. Aber da ist wieder nur ein Muramura. Das ist scheinbar die Ultrabestie, die man erst im Postgame kriegt, ne? Ah, die Verteidigung war stark erhöht. Okay, ja gut. Die Verteidigung juckt ja nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich ein Koplosio finde, ne? Tali hat uns das Koplosio übergeben, das er gefangen hat. Dürfte die Daten bla bla bla, wer war Ultrabestien eines Tages, weiterforschen. Vielen Dank. Sollten wir uns nochmal begegnen. Okay. Lass uns jetzt mal eine kurze Pause machen. Ich will doch weiter, Digga. Am nächsten Tag. Ich dachte, ich erspare euch das Ganze hier. Aber scheinbar gibt es noch weitere Cutscenes. Nanu, wer könnte das sein? Oh lol, Chris? Sefi, ich höre das, also... Hi. Sorry, dass ich einfach reinspaziere. Ich bin ein bisschen in Eile. Ist das ein Freund von dir, Sefi? Der stinkt. Muss ein Gamer sein. Was? Eine Frau? Ich heiße Chris. Oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Digga. Ich habe mein Anmachbuch nicht dabei. Ausatmen. Einatmen. Tut mir leid, ich muss mich erstmal beruhigen. Ich kann hier nicht in die Augen gucken, Sefi. Was sage ich denn jetzt? Ich habe total alles vergessen, was ich gelernt habe. Bruder, das ist meine Mom. Oh, shit. Oh, shit. Hier war das. Auf dem Plaza, true. Ohne jegliche Vorwarnung sah das Schloss so aus. Irgendwie gruselig. Findest du, es hat irgendwie die Atmosphäre eines Bosskampflevels aus Videospielen. Damn. Aber zurück zum Thema, es gehört einiges dazu, meine perfekten Sicherheitsvorkehrungen zu überwinden. Ich helfe dir, den Plaza zurück zu erobern, Digga. Oi. Halt. Wer seid ihr und wie seid ihr hereingekommen? Eigentlich dürfte niemand Zutritt zum Rocket-Schloss haben. Naja, ich hab Admin-Rechte und so, weißt du. Anti-Mini. Du hast was? Versuch ja nicht, mich mit schwierigen Wörtern durcheinander zu bringen, du verdammter Nerd. Wie auch immer. Dieses Schloss wird jetzt von uns kontrolliert. Wir haben hier alles lahmgelegt und egal wer ihr seid, ihr könnt rein gar nichts daran ändern. Sieht aus, als hätte ein gewisses Team Rocket den Festival Plaza übernommen. Das scheinen richtig üble Gestalten zu sein, yo. Aber... Er sagte, dass Team Rocket hier alles lahmgelegt habe. Was meint er damit? Gib mir einen Augenblick, die Lage zu analysieren. Verstehe, so ist das also.
Sie haben mit Hilfe eines Programms dafür gesorgt, dass wir im Schloss keine Pokémon aus unserem Team mehr verwenden können. Wir müssen einen Weg finden, wie wir Team Rocket ohne Hilfe unserer eigenen Pokémon aus dem Schloss vertreiben können. Well, dann hat sich das mit dem All-Star-Team direkt erledigt, nicht wahr? Oh Gott, Leute. Oh Gott. Das bedeutet, wir müssen Rainbow Rocket Giovanni mit seinem Mega Mewtwo mit Lei-Pokémon entgegentreten. Uff, das wird heftig. Na gut, kann ich die Pokémon hier auswählen? Für uns gilt ebenfalls, dass wir unsere eigene Pokémon nicht einsetzen können. Deshalb nutzen wir die Kampfagentur. Und Sefi, ist dir eine Methode eingefallen? Die Kampfagentur. Die Kampfagentur. Aber natürlich, wenn wir die Kampfagentur nutzen, können wir einfach die Pokémon aus in den Kampf schicken. Es macht nichts, dass unsere eigenen Pokémon nicht einsetzen können. Brillant, warte kurz. Ich hack mich kurz ins System rein. Oh shit, das sind Nudes. Oh, das ist der falsche Ordner. Geschafft, jetzt haben wir Zugriff. Aber mehr kann ich nicht tun. Sefi, mach du die Kampfagentur zunutze, um Team Rocket zu besiegen. Ich werde in derweil mit deiner Mom Kaffee trinken gehen. Was? Willkommen bei der Kampfagentur. Uff, Bruder. Okay, Leute, was nehmen wir für Pokémon mit? Ich will kämpfen. Pokémon auswählen. Kann ich die angucken? Ah, guck, Bericht. Sehr gut. Das sind alles relativ gute Pokémon, ne? Entlastung mit der roten Karte? Okay, das ist sehr schlecht. Oh mein Gott, ist das Set schlecht, Digga. Der Schmarotzer ist cool, aber der Rest ist wack as fuck. Weil das Ding hat... Sandwirbel, Digga. Uff. So, das ist sehr, sehr gut. Auch wenn die Fähigkeit die falsche ist. Vorahnung ist nicht das, was ich haben möchte. Wobei uns das, glaube ich, schützen könnte vor Feuertagen oder so. Wir haben Fluch, Erholung, Gegenstoß und Gyro Ball. Okay, ja. Beide so lala. Und dann haben wir noch ein spezielles Brutalander. Mit dem Bedroher, ja. Da müssen wir uns ehrlich gesagt gar nicht größer überlegen. Wenn das Ding jetzt Egelsamen gehabt hätte mit der richtigen Fähigkeit und so, hätte ich Tentantel genommen, einfach für den Swag. Aber um ehrlich zu sein, die Kiroya-Beere ist, glaube ich, die Anti-Eisbeere. Und mit dem speziellen Set nehmen wir Brutalander, I guess. Ich will kurz double-checken, ob das wirklich auch die richtige Beere ist. Ja, die Anti-Eisbeere. Das ist richtig. Ja, Brutalander mit Abstand das beste Mon hier. Dementsprechend entscheiden wir uns für das pseudo-legendäre Pokémon Brutalander. Als nächstes musst du andere Trainer in dein Team einladen. Wie ich sehe, ist niemand hier, den du einladen könntest. Nutze den Street Pass, um andere Trainer einzuladen. Da dein Team nicht vollständig ist, werde ich dir jemand an die Seite stellen. Fan wurde in dein Team eingeladen. Oh Gott. Okay. Angemessenes Styling. Los geht's. Okay, das wird jetzt also quasi so ein Boss Rush, oder wie? Lol, wir haben eine Sonnenbrille auf. Let's go. Zunächst möchte ich dir die Trainer vorstellen, die an deiner Seite kämpfen. Alola! Team Rainbow Rocket wird initialisiert. Wer bist du denn? Egal, ich mach die Blatt. Oh yeah. Oh, so eine geile Mucke. Ich muss gleich ein bisschen lauter machen wieder. Arbok, bam bam. Du hast
hast Bedroher, aber mich juckt das nicht. Ich bin speziell Rudi. So, dann gehen wir auf die... Warte mal. Ich habe noch zwei andere Pokémon. Ein Alola Dictri mit Expertengurt und ein Gardevoir mit einer Prunusbeere. LOL. Das ist fucking amazing. Muss ich auf AP schauen? Scheiß drauf. Wir gehen direkt für den Draco. Was leider nicht ausreicht. Er geht auf Wickel. Was nicht viel Damage macht, aber wir können jetzt nicht mehr fliehen. Das ist nicht so geil. Wir haben auch nur Moves, die verfehlen können, by the way, ne? Brutalander ist halt High Risk, High Reward jetzt. Ein Golbat, okay. Geht auf Golbat. Dann gehen wir zu Dictri. Dictri hat zwar nicht sehr hohe Spedef-Werte und so, aber das werden wir schon packen. Bruder resistiert, ne? Just saying. Und wir verfehlen den Steinhagel. Geilo. Expertengurt. Flinch. Scheiße. Und damit ist Dictri auch schon wieder am Arsch, Digga. Zum Glück ist Dictri nicht unser Mon. Radikal! Ich drück den Eisenschädel und hau dich weg. Zitrobeere, okay. Können wir flinchen? Warte, das war keine Zitro. Das war eine Sinelbeere. So, da kommt der Ruckzuckieb, der wird resistiert, aber mit einem Crit reicht das, um unser Dictri auf die Bretter zu schicken. Los, Gardevoir! So, der hat jetzt ein Crit-Set. Digga, der macht über Hälfte mit einem Ruckzuck-Hieb. Warte mal, ach, die sind alle Level 50 jetzt. Okay, die sind alle runtergesetzt. Hör mal! Unmöglich, wie konnte ich gegen ein Kind verlieren? Es ist nicht erlaubt, die Pokémon anderer Trainer so unverschämt gut einzusetzen. Schnappt sie euch! Dieses Schloss verkörpert die Ziele und Ideale unseres Bosses. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Stümper es wie uns wieder wegnehmen. Boah, gerade noch rechtzeitig. Systemwiederherstellung eingeleitet. Jetzt bleibt mir nur noch eins zu tun. Chris setzt administrativen Kick ein. Das ist sehr effektiv gegen Team Rocket. LOL. Puh, das war Rettung in letzter Sekunde. Danke für die Hilfe, Sefi. Weil du die ganze Aufmerksamkeit von den Team Rockets auf dich ziehen konntest, hatte ich genug Zeit, um die Adminrechte wiederzubekommen. Anders gesagt, wir sehen diese Typen hier nie wieder. Außerdem konnte ich den Festival Plaza zum Großteil in seine ursprüngliche Form zurückversetzen. Und das Schloss? Ja, das Schloss. Es mag von Team Rocket entworfen sein, aber ich finde es trotzdem ziemlich cool. Weißt du was? Ich füge es einfach als eine mögliche Schlossgestaltung hinzu. Und obendrauf gibt es noch Bossdaten, die einfach perfekt dazu passen. Natürlich bekommst du ein Geschenk. Der Fluchknopf. Ich bin froh, dass du an meiner Seite warst. Vielen Dank, Sefi. Also dann gehen wir... Warte mal, die Team Rocket, Rainbow Rocket Geschichte findet jetzt trotzdem gar nicht hier statt? Wo muss ich denn nur hin? Ich bin verwirrt, meine Freunde. Ich weiß nicht, was hier abgeht.
Schau dir mal das an, Sefi. Unser Mauzi hat eine neue Attacke gelernt. Mauzi setzt Anschalter ein. Uff. Uff, uff, uff. Die ETA Foundation, eine Pressekonferenz zu der schwarzen Wolke ab, die über Pony gesichtet wurden. Wir schalten nun zum Ort des Geschehens. Schwarze Wolken? Viele von ihnen werden aufgrund der Berichte über die schwarzen Wolken, in denen Pony versunken ist, verständlicherweise besorgt sein. Was ist mit Pony? Wie wir nur berichten konnten, steckte hinter diesem Phänomen eine zuvor unbekannte Ultrabestie namens Necrozma. Sie kam über eine Ultrapforte zu uns, einer Verbindung zwischen ihrer und unserer Welt, um das Licht der Alola-Region zu stehlen. Aber Sie können beruhigt sein. Dem Einsatz eines mutigen Trainers haben wir es zu verdanken, dass die Krise abgewendet werden konnte. Alola wird von der Dunkelheit verschlungen werden. Oder nicht von der Dunkelheit verschlungen werden? Wir von der Aether Foundation werden unermüdlich an der Erforschung dieser Ultrapforten arbeiten, um zu gewährleisten, dass sich derartige Ereignisse nicht wiederholen können. Genauer gesagt, werden wir uns insbesondere mit der Erforschung... Ist das etwa... Eine Ultrapforte? Hier? Wie ist das möglich? In aller Welt sind sie! Ihre Aether Foundation verfügt über äußerst wertvolle Technologien aus anderen Welten. Wer könnte besser davon Gebrauch machen als Team Rock? Nein. Rainbow Rocket. Geht diese Ultrapforte etwa auf Ihr Konto? Warten Sie! Hallo, können Sie mich hören? Durch ein unerwartetes Ereignis totales Chaos ausgebrochen. Oh, let's go! Pokémon Ultrasonne Rocket, Rainbow Rocket Episode. Very cool. Was guckst da auf dem Bildschirm? Ist das etwa Schmuddelfilme, die ich eigentlich versteckt habe? Na, na, na. Wer könnte das denn wieder nur sein? Nehmen was. Was ist denn los, mein Freund? Warum steppen alle diese Leute hier rein? Sorry, dass ich einfach hier auftauche. Sefi! Meine Ma! Ja, hab ich auf Fernsehen gesehen. Eine Ultrapforte. Gehen wir lieber auf Nummer sicher. Wir treffen uns da. Bis bald. Wollte dir Lilly etwa schon wieder ihre Ultrapforte zeigen? Das Mädel ist so gestört, ey. Okay, also müssen wir doch mit unseren eigenen Pokémon noch kämpfen. Ich bin so verwirrt, Alter. Ich hätte es gefeiert, wenn wir mit anderen Pokémon hätten kämpfen können. So, das wäre auch gegangen. Aber ich feiere natürlich auch unsere eigenen Mons. Warte mal, wir müssen ja hier lang, ne? Auf diese Insel. Komm auf unsere Insel. So, die Aether Foundation. Da sind die beiden. Sefi, es ist furchtbar. Mutter ist und das Aether-Paradies wurde alles so plötzlich. Beruhig dich mal. Oh, Verzeihung, es ist nur, ich mache mir Sorgen. Schön, dich wiederzusehen, Sefi. Lass mich erstmal den Sachverhalt erklären. Wie du sicher weißt, hatte die Präsidentin früher Neigungen dazu, jedem ihre Ultrapforte zu zeigen. Das hast du aber erfolgreich aus ihr rausgeprügelt. Doch nun kamen irgendwelche Männer und haben weitere Ultrapforten geöffnet. Aha.
Ich habe mir bereits die Werte umgekehrt. Leute, sorry, ich bin heute ein bisschen platt. Ich bin gerade von der Gamescom nach Hause gekommen, deswegen bin ich ein bisschen zerstört. Durch den Kopf gehen lassen, wie die Präsidentin aus den Händen dieser Verbrecher befreien können. Doch es sieht alles andere als gut aus. Unsere Gegner scheinen sehr stark zu sein und sehr, sehr, sehr großen Vorrat an gefährlichen Pokémon zu haben. Ich weiß, dass wir nicht gerade wenig mit verlange, aber könntest du uns helfen, Sefi? Klar, Lilly. Oh, danke, Sefi. Mit dir an unserer Seite fühle ich mich gleich viel sicherer. Schon wieder ein Maximalassada. Gib bitte gut auf euch acht, ja. Wo führt dieser Gang denn nur hin? Ja gut, Freunde, aber ja, die Zeit sagt mir schon wieder, dass wir über eine halbe Stunde sind. Meine Güte, wie die Folgen immer vergehen, oder? Aber ey, die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Meine Freunde, in der nächsten Folge werden wir dann scheinbar herausfinden, was Rainbow Rocket wirklich vorhat, wie wir sie jetzt bekämpfen müssen und vielleicht auch schon bald den Boss Rush starten gegen die ganzen Admins, denke ich jetzt mal, und gegen Giovanni mit seinem absolut geisteskranken Endgegner-Team. Lasst einen Daumen da, Freunde, für die Nuzlocke, für die letzten paar Folgen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge.